Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Beauty Mama XL. Heute gibt es für euch das Baby Update mit Mariella. Sie ist auch wieder mit dabei. Da. Und zwar von der 8. Woche bis zur 14. Woche. Viel Spaß! Ich habe gerade beschlossen, auch ein bisschen was zu mir zu sagen, also auch das Mama Update mit reinzunehmen, weil über mich gibt es eigentlich nicht so viel zu erwähnen. Ja. Meine Symphysenschmerzen sind viel besser geworden, aber leider immer noch nicht ganz weg. Wenn ich lange liege, auf einer harten Matte am Boden zum Beispiel oder auch auf dem Sofa manchmal, habe ich noch Symphysenschmerzen. Oder wenn ich weite Strecken laufe, zum Beispiel den 8-Kilometer-Marsch, den ich letztens mit meinen Mädels vom Geburtsvorbereitungskurs gemacht habe, dann merke ich am Abend auch die Symphyse. Mein Gewicht stagniert. Oh, ich hoffe, es geht weiter runter. Momentan stagniert es. Die Narbe spannt noch etwas. Kommt immer auf den Tag drauf an. Manchmal mehr, manchmal weniger. An und für sich ist sie aber gut verheilt. Ja, ich habe öfters mal so ein Gefühl wie eine Art Muskelkater im Unterbauch, unterhalb von der Narbe. Zuerst habe ich gedacht, es ist die Narbe direkt, aber ich glaube, es ist unten drunter. Meine Hebamme meint, ich sollte mal zur Heilpraktikerin gehen und die Narbe entstören lassen. Ich habe davon noch nie was gehört, eine Narbe entstören. Vielleicht hat da jemand von euch eine Erfahrung, könnt ihr mir ja mal unten reinschreiben. Ja, wie ich schon erwähnt habe, ich treffe mich jede Woche mit meinen Mädels vom Geburtsvorbereitungskurs. Das sind so 5, 6 Mamas, da gehen wir immer spazieren oder treffen uns mal zum Eis essen. Ist immer ganz schön und die Kinder können miteinander spielen. Wenn wir uns dann auch mal privat treffen, ja, man kommt raus, man trifft andere Mütter, die Kinder sind fast gleich alt, macht ganz viel Spaß. Dann, was momentan langsam an die Substanz geht, Mariella nicht davonrutschen, ist, dass der Schlafmangel sich langsam bemerkbar macht. Ich bin richtig schlapp und erschöpft und ja, man merkt halt langsam, dass man dann trotzdem über Wochen jetzt hinweg weniger Schlaf bekommen hat. Und am Wochenende bin ich immer ganz froh, wenn dann die Einmal-Nachtsfütterung mein Mann übernimmt und ich dann nur früh raus muss. Also zweimal in der Nacht kommt sie noch, meistens so um 1 und dann wieder so zwischen 5 und 7, je nachdem wie lang sie schläft. Also da sind wir eigentlich schon verwöhnt. Also momentan schläft sie 5,5 bis 6,5 Stunden, je nachdem. Dann hatte ich 2 Wochen lang so eine Art Grippesymptome, beziehungsweise eigentlich keine Symptome, sondern ich hatte nur Fieber. War dann nachts jedes Mal pitschnass geschwitzt oder auch nach dem Spazierengehen. Nach 50 Metern war ich fix und fertig und habe schnell geschwitzt, war sehr schlapp, aber hatte keinen Schnupfen, keinen Husten, keine Halsschmerzen, gar nichts. Nur dieses Fieber. Das ging dann so nach 1,5, 2 Wochen wieder weg. Und in dieser Zeit hatte ich auch Muskelkater am ganzen Körper, also ich so eine Art Gliederschmerzen, aber es waren keine richtigen Gliederschmerzen, sondern eher Muskelkater. So als wären die Muskeln irgendwie beansprucht, obwohl ich eigentlich nicht viel gelaufen bin. Aber das ist jetzt auch vorbei. Und seit gestern hat der Rückbildungskurs angefangen, da haben wir ganz schön ordentlich geschwitzt. Also es ist immer so halb Ausdauer, Bauchmuskel- und Rückentraining und auch so Konditionstraining ein bisschen. Und die andere Hälfte ist Beckenbodentraining. War ganz lustig, auch alle die anderen Mamas wiederzutreffen. So, Mariella, wo willst du hin? Sie ist heute sehr aktiv und strampelt und wackelt heute hin und her. Ne? Gut. Also, jetzt kommen wir zur kleinen Maus. Sie hatte im 2. Wachstumsschub die Anzeichen, das erste Mal so richtig gemacht, dass sie sehr viel Nähe gebraucht hat. Ich konnte sie kaum weglegen. Sie hat sehr viel getrunken, also statt 130 hat sie dann so um die 160, 170 getrunken. Und man hat dann auch gemerkt nach dem 2. Wachstumsschub, dass sie auf einmal ihren Spielebogen viel mehr betrachtet hat und auch mal dagegen geschlagen hat, meistens noch etwas unkoordiniert, dann war sie ja immer glücklich, wenn sie es mal getroffen hat. Ja, hat dann auch angefangen, versucht es festzuhalten, die Sachen, die runterhängen vom Mobile. Ja, war ganz lustig, das mit anzuschauen. Und sie hat dann auch angefangen, so richtig viel zu lachen. Wenn man sie angelacht hat, hat sie zurückgelacht. Oder auch morgens, wenn man sie dann aus dem Bettchen geholt hat, war das Erste, was sie gemacht hat, lachen. Dann hatten wir die U4. Da wurde ja wieder Gewicht, Größe etc. Überprüft. Beim Gewicht ist es so, dass sie an der unteren Grenze vom Normalgewicht ist. Das waren 5020.
Ja, also unsere Ärztin hat gemeint, sollen wir uns noch keine Sorgen machen. Es ist noch Normalgewicht, aber so, ja, sie wäre glücklicher, wenn noch 100 Gramm mehr drauf gewesen wären. Man muss dazu sagen, sie hatte davor auch 2 Tage keinen Stuhlgang. Also kann man hier 20 Gramm abrechnen. Ja, aber ja, ich soll halt jetzt dann gucken, dass sie mehr trinkt, was sie ja dann auch während den Schüben immer gemacht hat. Und auch momentan trinkt sie öfters mal am Tag auch die ganze Flasche aus, das heißt 200 Milliliter. Groß ist sie auf jeden Fall über den Durchschnitt, und zwar 60,5 cm. Ein langer Lulatsch. Zeige ich euch jetzt auch mal. Also sie ist wirklich sehr, ups, nicht oben anstoßen, sehr lang. Sie hat ganz lange Beine. Ne? Das ist auch, haben wir auch gemerkt bei den Stramplern. Ich habe heute nämlich den ganzen Vormittag mal die 62er Strampler aussortiert, weil die meisten Sachen in 56 passen, aber die Strampler eben nicht mehr. Und dann habe ich festgestellt, dass auch manche von den 62er Stramplern so klein ausfallen, vor allem die von C und A, was ich sehr schade finde. Die passen ihr jetzt gerade noch so, und ich fange jetzt gerade erstmal an, mit der Größe 62 ihr anzuziehen. Also finde ich sehr schade. Die habe ich jetzt dann nach oben sortiert, dass wir die jetzt zuerst anziehen. Weil manche von den 62er Kleidungssachen sind auch noch viel zu groß. Ja, bin schon wieder abgeschwiffen, es tut mir leid. Kopfumfang hat sie noch gemessen, ist 39, das ist im Durchschnitt. Dann wurde sie dreimal gepikst, einmal in den Finger, da wurde Eisen getestet, dieser HB-Wert. Und dann wurde festgestellt, dass sie einen starken Eisenmangel hat. Und sie bekommt jetzt auch Tropfen, zweimal am Tag 3 Tropfen, so ist es. Und wir hoffen, dass das was nützt. Und sie hat uns dann auch geraten, rechtzeitig mit der Beikost anzufangen. Erzählst du jetzt auch was, Mariella? Mit der Beikost eher anzufangen. Und zwar heißt sie eigentlich so bis zum 6. Monat noch nicht. Aber sie hat gemeint, um den Eisenmangel eben entgegenzuwirken und auch, dass sie zunimmt, sollen wir schon ab dem 5. Monat mit der Beikost starten. Ich habe jetzt mal gesagt, okay, ich gucke jetzt mal beim nächsten Mal. Nächste Woche haben wir nochmal einen Kontrolltermin bei unserer Ärztin, wie da der Eisenwert ausschaut, weil ich sie nicht dazu zwingen möchte, Beikost zu essen, sondern einfach, wenn sie bereit ist und sie Interesse zeigt, dann starten möchte und ihr das nicht aufzwingen möchte. Ja, oft möchte. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich möchte einfach, schon wieder möchte. Oh Mann, es tut mir leid. Also, ich will mit ihr gemeinsam starten, die Beikost, und nicht sie dazu zwingen. So, das wollte ich eigentlich sagen. Dann hatten wir einen Orthopädentermin. Da sind wir bei einem Spezialisten in einer Klinik. Wir hatten ja jetzt 4 Wochen die Tübinger Spreizschiene. Da blende ich euch jetzt ein Foto ein. Ihre Winkel waren ja bei 54 und 56 von den Hüften. Und jetzt waren sie nach diesen 4 Wochen 24 Stunden lang die Schiene getragen, bei 62 und bei 64. Ich natürlich mich dann riesig gefreut, juhu, wir kriegen die Schiene bestimmt jetzt ab, weil über 60 ist ja super, hat er auch gemeint, dass das wunderbar ist. Aber dann beim Ultraschall ist herausgekommen, dass dieser Rand von diesen Hüftpfannen ihm nicht spitz genug war. Und dass der irgendwie so abgerundet ist und es muss noch spitz sein. Dann hat er den Spruch losgelassen, weil er gesehen hat, dass ich etwas enttäuscht war, weil Mariella mag die Schiene überhaupt nicht. War es dann so, dass er gesagt hat, ein hübsches Mädchen braucht auch eine hübsche Hüfte, deswegen sollen wir es jetzt nochmal 4 Wochen tragen, diese Schiene, aber allerdings nur 2 Wochen 24 Stunden, beziehungsweise 23 Stunden und 2 Wochen dann nur noch nachts. Ja, ihr könnt euch vorstellen, wenn sie den ganzen Tag strampeln kann und mit den Füßen sich bewegen kann und keine Schiene mehr dran hat, wie sie dann abends schreit, wenn sie die Schiene wieder ranbekommt. Ja, nicht lustig, aber wir haben jetzt nur noch eine Woche vor uns und dann ist hoffentlich diese Schiene Geschichte. Dann bei dem nächsten Entwicklungsschub, das war dann der dritte, haben wir gesehen, nee, eigentlich noch beim zweiten, das Kopfheben. Genau, hat sie immer besser gekonnt. Am Anfang hat sie noch, und sie ist ein bisschen entwicklungsverzögert, was so die Motorik betrifft. Wurde auch bei der U2 festgestellt. Und das Kopfheben hat ihr noch ja, Probleme bereitet, hat sie ganz schnell geschrien. Sie hat zwar den Kopf hochbekommen, aber nicht lang, dann ist sie dann nach unten gegangen und das hat sie dann auch nicht gemocht. Und die Anfangsstartschwierigkeiten vom Kopfheben zeige ich euch jetzt.
Aufgrund dieser Entwicklungsverzögerung, was die Motorik betrifft, haben wir auch Krankengymnastik verschrieben bekommen. Und da haben wir zum Glück vor Ort eine Spezialistin, die arbeitet in einer Kinderklinik 4 Tage in der Woche und einen Tag ist sie eben bei uns in der Stadt und macht speziell Krankengymnastik für Kinder nach Bobart und Foita oder Foita, ich weiß nicht genau, wie man ausspricht. Und sie zeigt mir Übungen, eben wie ich sie unterstützen kann, den Kopf besser zu heben. Sie hat auch eine Lieblingsseite, und zwar die linke Seite. Das heißt, sie sieht lieber nach links und schläft auch mit dem Kopf nach links gerichtet, nimmt auch die linke Hand mehr. Und die rechte Hand ist für sie noch ein bisschen nicht existent. Und da habe ich eben Übungen gezeigt bekommen, wie ich ihr das beibringen kann, die rechte Körperhälfte mehr zu mögen sozusagen. Ja, finde ich toll. Mariella mag's. Sie geht da jedes Mal gerne hin. Das heißt, sie lacht sie schon an, die Physiotherapeutin, und schreit auch nicht und gar nichts. Also die kann mit ihr alles machen, was sie möchte. Ja, ist immer ganz schön. Das ist jeden Montag. Ja, dann hat sie auch nach dem dritten Entwicklungsschub so ihre Hände entdeckt. Also die linke Hand war ja schon immer so. Die hat sie sich auch immer angeguckt. Jetzt aber dann auch die rechte Hand und hat auch mit den Übungen, das hat man auch super gemerkt, dass die Übungen helfen, auch angefangen, ihre Hände in den Mund zu nehmen und auch die rechte Hand abzuschlecken. Da zeige ich euch jetzt ein Bild, beziehungsweise ein Video. Mariella nimmt jetzt immer ihre Hand in den Mund und erkundet ihre Hand und schaut sie sich auch ganz intensiv an. Und was ich auch noch gelernt habe, was ihr vorhin vielleicht ganz kurz mal gehört habt, sind diese Grrr-Laute. Die hat sie auch im letzten Entwicklungsschub sich ja, beigebracht, bekommen, gelernt, wie auch immer das nennen möchte. Da zeige ich euch jetzt ein Video. Das ist auch ganz lustig, dass wenn man mit ihr spricht oder auch diese Geräusche macht, dann passiert es ganz oft, dass sie auch so antwortet. Ne, Mariella? Dadurch, dass sie jetzt anfängt, Sachen zu fassen und zu greifen und festzuhalten, haben wir uns auch ein bisschen eingedeckt mit Babyspielzeug. Auch was geschenkt bekommen. Das zeige ich euch jetzt. Und zwar ihr Lieblingsrassel ist hier dieser Elefant. Ich weiß gar nicht, von was der ist. Ach, von der Spielburg. Das ist so ein Stoffelefant. Da kann auch nichts passieren, also wenn sie den auf den Kopf bekommt, wenn sie das Spielzeug loslässt. Ja, sie mag vor allem hier die Ohren. Da sieht man auch, das Ohr ist hier schon ganz zerknüllt. Also das hält sie gerne fest. Aber dieses aktive Rasseln macht sie noch nicht. Sie hält momentan nur fest und schaut sich den Elefanten an. Dann von Haber, das ist ein Hase. Da waren drei verschiedene solche Rasseltierchen drin. Eins haben wir verschenkt. Der Frosch, der hat so ein ja, lautere Rassel, der ist in der Wickeltasche. Und eben dieser Hase, den mag sie auch sehr gern, weil sie sich hier dann immer die Öhrchen krallt und festhält. Ne, dein Hase. Und dann haben wir uns auch einen Greifling aus Holz gekauft, auch mit einem Glöckchen, weil sie eben Spielsachen mit Geräusche sehr mag. Der ist von Haber. Da sind auch hier diese Teile beweglich. Da ist es allerdings schon mal passiert, dass sie sich den auf den Kopf geknallt hat. Also da, wenn ich ihr den gebe, bleibe ich immer.
Ja, jetzt habt ihr Mariella mal gähnen hören. Das macht sie auch seit dem dritten Schub, dass sie laut gähnt. Sonst war immer das ein stummes Gähnen, jetzt mit Geräusch. Ne, bist du müde? Mama redet zu viel, ne? Ja, also, da muss man aufpassen, daneben sitzen bleiben, weil sie lässt ihn los und dann landet er auf dem Kopf. Und das tut dann natürlich weh, weil der ist nicht so leicht. Ja, was denn? Ich gebe ihr mal ganz kurz den Schnuller. Schnuller nimmt sie immer noch, aber nur die Marke Mam. Das hatten wir ja schon mal im letzten Update. Und dann ein Spielzeug, das sie geschenkt bekommen haben, was mir gar nicht gefällt, aber Mariella dafür umso mehr, ist hier dieser Puh. Das ist eine Art Rassel aus Vollplastik. Also generell mag ich nicht so gern Plastikspielzeug. Und ich finde, der ist unheimlich laut. Mariella liebt ihn aber. Leider. Deswegen habe ich ihn jetzt auch nicht weg. Sie guckt sofort, wenn sie mit dem Fuß dagegen stößt oder mit der Hand ihn berührt, wenn er im Laufstall liegt, dann schaut sie sofort. Also Mariella mag ihn unheimlich gern. Naja. So. Das war jetzt momentan ihr Lieblingsspielzeug. Dann ihre Mobiles und Spieluhren sind natürlich immer noch der Renner. Ne? Musik generell, wir hören jetzt auch ab und zu mal so Hörspiele, die mag sie sehr gerne, da schläft sie auch manchmal dabei ein oder ich singe ihr was vor und dann schläft sie dabei ein. Ihr Lieblingslied, was ich ihr singe, ist immer noch Guten Abend, Gute Nacht. Ja, allgemein kann man noch zu ihr sagen, dass ja, sie leider ihre Haare verliert und zwar hinten im Hinterkopf. Ich zeige es euch mal. Mariella, einmal rumdrehen. Ich hoffe, ihr könnt was erkennen. Sie hatte ja hier unten schon ganz lange Haare. Die sind jetzt auch alle abgebrochen. Und hier die Glatze ist größer geworden. Es sind so ein paar kleine Stoppeln sind noch da. Ne? Ein paar kleine Stoppeln sind noch da. Aber es, glaube ich, wird dauern. Wusstest du? Ja. Ich denke, es wird dauern, bis die nachwachsen. Aber bist trotzdem eine hübsche. Ne? Ja, da lacht sie. Okay. Das kann man noch dazu sagen. Dann sind ihre Wachphasen viel länger geworden, beziehungsweise eigentlich fast nur. Also am Tag bin ich schon mal wirklich froh, wenn sie eine Stunde am Stück schläft, aber das kommt ganz selten vor. Wenn dann nur auf meinem Bauch. Aber wenn sie jetzt im Laufstall einschläft oder ich sie dann in den Laufstall lege, dann ist es oftmals so, dass sie nach 10 Minuten wieder wach ist. Ja. Also ich habe dann meistens so 10 Minuten, 20 Minuten mal Zeit, was im Haushalt zu machen oder mal duschen zu gehen. Also es ist wirklich, ich muss mich dann sputen. Ja. Generell sind so die Spielphasen allerdings, wo sie wach ist und sich selber beschäftigt, länger geworden. Das heißt, ich kann dann auch mal in der Küche was machen, zum Beispiel die Spülmaschine ausräumen oder kochen, weil sie ihr Mobile im Wohnzimmer total liebt. Also da schlägt sie dagegen und guckt und macht und lacht es an und grrrt es an. Das ist immer ganz lustig, wenn sie sich mit ihrem Spielebogen unterhält. Ja, also diese Phasen sind länger geworden. Zum Glück, weil sonst würde ich im Haushalt so gar nichts mehr kommen. Und was immer noch geblieben ist und man jetzt vermehrt merkt, weil eben jetzt Sonne öfter scheint, ist, dass sie absolut keine Sonne im Gesicht mag. Sie blinzelt dann mit den Augen, versucht ihr Gesicht wegzudrehen und wenn das gar nichts bringt, dann fängt sie auch das Weinen an. Also sie mag absolut keine Sonne im Gesicht. Ich trick's da immer ein bisschen, wenn sie in ihrem Laufstall eingeschlafen ist und da scheint früh immer die Sonne rein ins Wohnzimmer, dann schiebe ich sie im Schlaf quasi in die Sonne, dass sie ein bisschen auch Vitamin D abbekommt. Ja, weil wenn sie wach ist, funktioniert das gar nicht. Okay, solltet ihr noch Fragen haben, dann schreibt sie mir gerne unten rein. Ich beantworte sie euch gerne. Ja, dann sagen Mariella und ich tschüss. Du mal winken. Mit der rechten Hand müssen wir ja üben. Sag mal tschüss. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich werde jetzt die kleine Maus schlafen legen und dann ein bisschen was in der Küche machen. Genau. Ist der Schnulli rausgefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss, meine Lieben.